Hallo Leute, ja, wir sind hier auf unserer Strecke, die wir letztens gemacht haben, hier nach Schemmerhof. Und wie wir hier sehen, das hat Tante Mimi beanstandet. Hier, schaut euch das an, diese schöne Straße, die wahrscheinlich mit 40 km/h nur am Laufen ist. Das ist unser Problem. Wie schnell fährt der Bus? Ja, 40 km/h. Und der Bus könnte, kann man hier bestimmt irgendwo sehen, 100 km/h. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir die ganzen Straßen, die wir hier haben, so ein bisschen mal updaten, ne? Alles nach dem Logo auf dem Großbildschirm. So, und das waren die Landstraßen, glaube ich, ne? Kleine Landstraße. 60 km/h, 80 km/h. Okay, da musste ich erst eine vierspurige Straße bauen, damit ich da, warte mal, gibt es denn auch was anderes? Das ist einbahnstraßenmäßig. 30, 50, 60. Ich muss tatsächlich, um 100 km/h fahren zu können, muss man tatsächlich hier die große Straße bauen, ne? Hätte ich jetzt nicht mitgedacht. Also, jetzt lassen wir gerade gucken. Irgendwo müssen wir hier upgraden können, ne? Busspur. Spielereigentum Tool. Okay. Verkehrsampel. Ne, die will ich nicht. Oh, Straßenkonstruktion hier, Autobahn und sowas. Aber ich will die upgraden. Wie geht das denn? Aufrüsten, da. Zack. 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 Sind wir hier richtig? Ja. Da brauchen wir keine gerade reinmachen, glaube. Sieht man schon, wie der schneller fährt? Nee, ne? Oh, zwei Gebäude werden entfernt. Ne, das wollen wir dann nicht machen. Kann man das auch anders machen? Ne, wahrscheinlich nicht, aber. Weißt du was? Eigentlich wäre es auch egal, ne? So kommt die Straße da rein und ist alles gut. Bau nicht möglich? Warum nicht? Da brauche ich keine große Straße erstmal. Habe ich nicht genug Geld oder was? Wieso ist Bau nicht möglich? Was läuft hier falsch, dass der Bau nicht möglich ist? Die Straße kostet mit 80 km/h geht so. Jetzt gucken wir hier mal. Bau nicht möglich. Ich weiß nicht, warum der Bau hier nicht möglich ist. Was ist hier das Problem? Jetzt geht's. Ja, weiß ich auch noch nicht. Aber ist jetzt auch nicht so wild, ne? Kleestein. Ich glaube, wir müssen noch hier weitermachen. Schön durch die Berge, neue Straße. Hier ist noch so ein kurzes Stück, ne? Oder? Ja. Kann man hier auch noch? Kann man auch noch. Jetzt müsste man noch gucken, ne? Ich glaube, hier fahren auch welche lang, ne? Ja, da auf jeden Fall. Hier fahren bestimmt auch welche lang. Da sind sie ja noch, ne? Ja, in der Stadt machen wir jetzt mal nichts, weil ich glaube, das wäre vielleicht nicht so ganz so gut. Hier können wir auch machen, weil da ist Kollusion. Kollision, Kollusion, keine Ahnung. Da ging es auf jeden Fall nicht. Hier unsere selbst gebastelte Straße. Geht hier noch was? War auch nicht möglich, schade. Hier lang auch noch. Ja. Viele Millionen haben wir noch reichlich. Brauchen wir uns darum keine Sorgen machen. Na, das passt schon. Das ging nicht, hat sie gesagt. Ich weiß gar nicht, hier ist auf jeden Fall auch noch eine Haltestelle. Das heißt, Bau nicht möglich. Aber da geht doch das hier, ne, oder? Auch nicht. Auch nicht.
Geht denn 60? 60 geht. Dann fahren wir wenigstens 60. Kollision. Dann machen wir wenigstens das. Da ist zwar jetzt nichts, aber ist auch egal. So. Da war Kollision. Geht aber das. Da geht es dann so. Da fährt ja auch gerade ein Bus lang, ne? Also muss das hier auch so sein. Fahren da welche hin? Nein. Aber hier fahren auf jeden Fall welche hin. Kollision geht nicht. Das funktioniert. Ich baue sie hier mal auch einfach, weil ich es kann. Also hier fährt aber keiner lang, stelle ich mir gerade. Doch, da ist ein. Ne, der fährt woanders lang. Kollision. Warum fährt da jetzt ein LKW hin und her? Egal. Eibenstock fahren auch Busse. Wo fahren die hin? Der dreht da lang. Das ist ein Zug, naja. Ich glaube, hier fahren gerade keine lang. Hier bei der Mühle gibt es auf jeden Fall Verkehr. Hier auf jeden Fall lang, aber leider kann ich das nicht upgraden. Hier hintenrum ging es ja auch. Hier fährt auch einer lang, okay. Dann machen wir das natürlich auch hier so. Hier ist auch noch ein Halt. Bau nicht möglich, dann lassen wir das halt. Und hier geht es auch wunderbar weiter, ne? Stopp, das war zu nah. Haben wir? Ich weiß nicht, ob hier noch was ist, aber Bau nicht möglich. Kollision, Kollision. Geht die andere Straße? Steigung zu groß? Okay, auch interessant. Ja, die war doch bestimmt schon so ausbaubar, ne? Ja, habe ich bestimmt gemacht. Steigung zu groß. Da geht's jetzt aber. Das Stück nicht, dann ist das halt so. So. Ging das? Geht auch. Geht auch. Da ist eine Kollision. Warte mal, wenn ich reinzoome, geht das dann auch ohne Kollision? Ne, ist immer Kollision. Gut, hier können wir auch noch was machen. Ne, leider nicht. Bau nicht möglich. Hier haben wir noch was gebaut, ne? Das. Hier ist noch eine Stelle, wo man mal hätte machen können. Okay, das geht nicht. Hier können wir mal mit 60 probieren. Aber ist schon 60. Bau nicht möglich, aber da geht's noch. So ein bisschen was hat man wohl mal angepackt, ne? Kollision. Da geht was, machen wir mal. Ich weiß zwar jetzt nicht, aber da fahren auf jeden Fall, hier fahren auf jeden Fall LKWs lang. Und hier auch. Da bauen nicht möglich, da bauen nicht möglich. Da machen wir auch. Und hier fahren auch noch ganz viele, ne? Ich dachte, die hätten wir schon längst abgelöst hier. So, die können jetzt alle schneller fahren, ne? Die auch. Auch. Da ist Bau nicht möglich.
69 Millionen haben wir noch, das geht noch. Krümmung zu groß. Da hinten ist zwar keiner, aber geht auch nicht, kann man nicht bauen. Ja, hier wäre bestimmt interessant. Einfach nicht. Einfach zu verbinden, ne? So, da hätten wir nämlich da auch eine Kreuzung. Keine Ahnung, ob es dadurch eine Abkürzung für unsere Fahrzeuge gibt. Upgraden. Kann ich nicht upgraden, weil schon erledigt ist. Warte mal, hier war, aber das war zu, die Steigung war zu groß, wenn ich das mal. Aber die ist schon so, okay. Ja, da haben wir ein bisschen was gemacht, ne? Ein paar Straßen gepflastert. Ich weiß nicht, ob hier alles. Ach, warte mal, hier hinten war auch noch eine. Die machen wir auch noch. Da fuhren auch noch ein paar Fahrzeuge lang. Hier durch den Berg, ne? Das waren ja auch schöne Busse hier. Und ich glaube, die haben aber auch schon Waren gebracht, ne? Oder? Ne, doch nicht. Waren wurden hier noch nicht hingebracht. Ja, das muss man auch noch mal gucken, ne? Ja, Tante Mimi hat auch geschrieben, dass man hier irgendwo in den Einstellungen die Zeitgeschichte hätte ändern können, damit das so ein bisschen ja, realistischer gewesen wäre, weil die Fahrzeuge, die wir jetzt haben, sind ja schon alle durch, ne? So ungefähr. Das hat es jetzt nicht so gebracht. Aber der Gegenpunkt ist, es wäre ja nicht so interessant, weil man nicht so schnell so viele neue Fahrzeuge sieht, ne? Aber jetzt, wenn du siehst, ne, hier so eine Landstraße, ne, als Autobahn dann, ne, so fast, ne, war jetzt auch nicht so das tolle Ding. Aber naja, was wollten wir denn noch machen? Wir wollten hier hinten noch irgendwie was machen mit Schifffahrt und so, dass die das Öl hier irgendwo hinbringen, ne. Habe ich diese Straße schon ausgebaut? Ja, die sind schon ausgebaut, naja. Da wollte ich hier eigentlich einen Hafen gehabt haben und dann können die hier das da hinbringen, oder? Wie war das? Oder hier hinbringen. Schwierige Geschichte, ne. Alternative wäre hier den Hafen zu setzen. Güterhafen. Also dann wäre das hier so zu setzen und dann mit der Straße dahin das Öl holen, ne? Wollten wir das machen? Ich glaube, das wollten wir machen. So, dann eine Straße bauen. Aber in dieser Weise. Auch nicht möglich. Kollision. Da ist schon angeschlossen, ne? Die kann man wunderbar so gerade rüberziehen dann, ne? Und dann können wir hier ein Gebäude bauen, nämlich ein Fahrzeugdepot für Güter. Machen wir einfach so dahin und passt. Jetzt ist die Frage, wo ist hier das nächste Depot? Da. Straßenfahrzeug, okay, dann können wir das auch kaufen. Und Cargo und Öl, Rohöl. Ist der da? Kaufen wir mal 3 Stück. Und die fahren neue Linie. Und die fahren von da nach da, oder? Ist das so? Weil das ist eine Raffinerie, ne? Aber das Öl soll schon hier hin, ne? Und zwar unter Bofzen muss vollladen. Laden, wenn vorhanden, vollladen einer Fracht. Unter Bofzen, ne? Und die bringen das dahin. Und die haben den Abnehmer. Das war hier, ne? Genau, passt. Und die kommen hier an.
Passt. Straße. Ach so, warte mal. Ging das da eben? Ne, das ging eben nicht, weil falsch das Dingens war, ne? Ich habe hier eine Linie gebaut, die gar nicht funktionieren kann. So. Weil die können nicht da umladen. Das ist nur für Schiff. Und jetzt müsste ich nochmal die zwei LKWs haben. Die jetzt hier wahrscheinlich irgendwo... Ja, keine Ahnung, wo sie sind. Sind die das? Das sind die da, ne? Fahrzeug verwalten. Und... Nicht Linie. Linie will ich ändern. Fahrzeug verwalten. Linie da. Linie verwalten. Unterbofzen war schon richtig. Aber der zweite Halt hier, der passt nicht. Ja, Halt hinzufügen. So, jetzt. Und dann ist auch nichts mehr rot. Dann ist nämlich richtig. So, und dann müssen wir jetzt hier auch das gleiche in grün machen. Straße allerdings noch bauen. So. Und einen Zauberstab. Kollision wieder, ne? Es ist nicht zu glauben, oder? Wie kriege ich das denn hin ohne Kollision? Wenn ich das jetzt so mache und das dann so mache, war auch nicht möglich. Und was ist, wenn ich jetzt den Bagger nehme und das erst abreiße? Dann nochmal die Straße mache, diese und den Zauberstab und dann kann ich das aufrüsten, ne? Und dann nehme ich nicht mehr Zauberstab, sondern den und sage, hier komm, verbinde das mal. Dann kann ich wenigstens bis dahin fahren. Und da geht noch nicht. Kriegen wir aber auch gerade hin. So, jetzt ist diese Strecke auch verbunden. So, und hier, ach so, da muss noch ein Depot hin. Ein LKW-Depot. Passt. Aber wir sollten vielleicht als erstes mal... Ist das hier das Schiff? Nee, ne? Ne, Schiffe sind da hinten. Schiffswerft Giesenhorst. Fahrzeug kaufen. Cargo. Öl, Rohöl. Aber Rohöl war das jetzt gar nicht, ne? Oder? Öl ist das, aber es ist der gleiche. So, was kann der denn hier? 200. 240. 350. 376. Kaufen. Kaufen wir noch einen. Neue Linie. Und die fahren jetzt von wo nach wo? Der fährt jetzt... Von da nach da. Es wurde noch keine Station hinzugefügt. Ja, mache ich doch gerade, oder? Und der. Passt. Kein Weg für große Schiffe wieder. Ey, Alter, das kann doch nicht sein, oder? Was haben wir jetzt wieder falsch gemacht? Den Anleger falsch, oder? War das so? Ich glaube, das war so, ne? Kittersmühle Nord. Ist der Güter. Rosa Dock. So. Und der andere, glaube ich, auch. Ich hoffe, die kommen durch die Brücke dadurch, ne? Achso, das geht da nicht, weil das ja ein anderer Anleger ist. Konfigurieren, großer Dock. So, geht das jetzt? Linie verwalten. Bofzen Hafen. Ich glaube, hier müssen wir voll laden, ne? Oder?
Ja. Ich glaube, so ist das jetzt richtig. So, das haben wir auch. Jetzt müssen wir nur gucken, wo das Öl herkommt, ne? Das war doch hier hinten irgendwo, oder vertue ich mich da? Nee, das war da wohl nicht. Dann müssen wir das mal gerade hier mit Lieferanten suchen. Falsch. 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 Dörung ist hier, okay. Also das wäre nach da bringen, ne? Winden ist falsch, Schlemmerhöfen ist falsch und Klestenquelle ist auch falsch. Also wäre Dörren der richtige. Weil nicht ganz weit weg, ne? Dann müssten die da hinten rumfahren. Ist das richtig? Das Schiff braucht sowieso lange, oder? Aber eigentlich müssten wir hier schneller rumkommen. Ja, weiß ich jetzt auch noch nicht, wie ich das mache. Aber ich glaube, wir machen erst eine Pause. Müssen wir noch mal gucken, wie wir weiterkommen, ne? Also ich würde jetzt tendenziell hier so darüber fahren, kurz mit dem Schiff rüber und dann da weiter, ne? So fährenmäßig. Oder wir bauen hier einfach eine Brücke rüber und fahren komplett rüber. Müssen wir mal überlegen. Machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.